Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht am Hintergrund erkennt oder an den Geräuschen hört, befinde ich mich nicht in der Schweiz oder sonst wo in Mitteleuropa. Ich bin tatsächlich in Zentralamerika, in Costa Rica. Ich denke, ich bin sicher nicht der Einzige, der Costa Rica sehr faszinierend findet, wegen der Tierwelt halt vor allem. Und ich bin momentan hier auf einer dreiwöchigen Reise. Ich möchte extrem viele Tiere fotografieren können, vor allem Vögel, aber auch ein bisschen etwas anderes und auch sehr viel filmen, also einige YouTube-Videos, so wie dieses hier. Aber ich arbeite auch noch für ein, zwei andere Projekte, also ihr könnt gespannt sein. Und ja, ich bin gestern Morgen von Zürich losgeflogen, am Nachmittag in San Jose angekommen. Mietwagen genommen und bin jetzt hier auf 1400 Meter, also schon leicht in den Bergen, ist noch angenehm von der Temperatur und ich wollte euch ein bisschen mitnehmen, was hier bei mir so läuft, was ich fotografiere, meine Highlights und natürlich ein paar Tipps auf den Weg geben. Sonnenaufgang ist hier kurz vor 5:30. Das frühe Aufstehen war aber für mich überhaupt kein Problem. Dank dem Jetlag war ich schon irgendwie 2 Stunden vorher komplett wach und habe noch irgendwie ein paar alte Sachen auf dem Laptop fertig gemacht und bin dann in den Wald hoch, ein bisschen hochgelaufen. Und es war einfach unglaublich schön, klarer Himmel. Und durch die Feuchtigkeit, wenn da die Sonne durchgestrahlt hat, hat wirklich unglaublich toll ausgesehen. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich jetzt versuchen soll, ein bisschen auf Landschaften zu wechseln oder Detailaufnahmen. Aber ich wollte mich dann auf die Vögel konzentrieren. Ich konnte einige Fotos machen, aber das ganze Thema so Regenwald, im dichten Regenwald fotografieren, das hebe ich mir, glaube ich, für ein anderes Video auf. Ich bin jetzt zurück zur Lodge gekehrt, zuerst einmal noch etwas gefrühstückt. Und es sieht so aus, als ob nachher noch ein paar Wolken kommen würden. Und hier hat es unter anderem halt auch relativ viele Vögel bei der Lodge, die sind sich das hier gewöhnt. Das hat sehr viele verschiedene Sträucher und Blumen, die halt Blüten haben und für viele Vögel, die auf den Nektar spezialisiert sind, deshalb einiges bieten. Und ich möchte jetzt nachher gleich zu einem Ort hin, wo es zudem noch künstliche Kolibri-Fütterung gibt. Also das sind einfach diese Kolibri-Feeder, die ihr sicher kennt, wo Zuckerwasser drin ist, was ja ein Ersatz für den Nektar ist. Man kann die Kolibri so ein bisschen unterstützen und natürlich ist es tolle Möglichkeiten für Familien und Kinder vor allem, die Kolibris zu beobachten und für uns Fotografen natürlich hervorragende Gelegenheit zum ein paar Bilder machen. Auch wenn das jetzt bei dieser Lodge hier nicht für Fotografen ausgelegt ist. Ich denke, ich nehme euch gerade mal mit zum Feeder und dann werde ich euch zeigen, was so ein bisschen die Herausforderungen sind und ja, wie ich die auch mit dem Equipment, das ich jetzt dabei habe, bewältigen werde. Ja, quasi direkt neben oder hinter mir seht ihr jetzt so eine Kolibri-Fütterung. Und hier habe ich schon diverse Arten heute Morgen beobachten können. Das Gute ist, sie lassen sich relativ wenig durch mich oder andere Personen stressen. Also vielleicht seht ihr im Hintergrund immer wieder ein, zwei Vögel anfliegen. Sie haben untereinander, scheinen sie sich ein bisschen nicht zu stark zu tolerieren. Vor allem die größeren Vögel, habe ich bemerkt, haben die kleineren häufig immer wieder weggescheucht. Mir ist allgemein aufgefallen, dass die meisten Kolibris hier immer wieder die gleichen Ansitzäste aufsuchen. Denn das ist der nächste Punkt. Direkt an diesen künstlichen Fütterungen finde ich es überhaupt nicht schön. Am schönsten fände ich es an natürlichen Blumen. Und wie gesagt, hier auf dem Gelände von der Lodge hat es relativ viele Sträucher, Blumen einfach ganz allgemein oder Büsche, die blühen. Und da gehen die Kolibris auch gerne hin. Aber ihr könnt euch vorstellen, es ist relativ schwierig, dann wirklich das Foto zu kriegen, denn sie haben da natürlich eine viel größere Auswahl. Hier hat man sie ein bisschen konzentrierter, macht es einfach wiederum für uns Fotografen ein bisschen einfacher. Und hier hat es sich wieder einmal ausgezahlt, ein bisschen das Verhalten zu studieren. Und da meine ich nicht unbedingt wochenlange Literaturrecherche. In diesem Fall hier war es relativ einfach. Ich habe gesehen, dass die Großen eben häufig die kleineren Arten verdrängen, die kleineren dann aber nicht 20, 30 Meter weit wegfliegen, sondern nur 1-2 Meter und von dort aus das ganze Geschehen eigentlich beobachten, warten, bis der große Kolibri weg ist und dann wieder an die Futterstelle gehen. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen auf die kleineren fokussiert. Ich habe ein bisschen geschaut, wo, auf welche Äste gehen die normalerweise. Denn die Kolibris hier, die gehen gerne immer wieder an den gleichen Ansitz. Oder sie haben so 1-2 Ansätze, die sie gerne aufsuchen. Und dann kann man sich einfach da schon positionieren, auch betreffend Hintergrund, dass man da etwas Schönes hinkriegt. Und dann ist es nicht mehr so schwer, ein paar tolle Fotos zu machen.
Was ich bei den Kolibris immer wieder faszinierend finde, ist, was der Lichteinfall eine Auswirkung hat, wie das Gefieder nachher aussieht. Also die können irgendwie ganz langweilig aussehen und dann auf einmal strecken sie sich ein bisschen und richten die Federn ein bisschen anders zum Licht und dann glänzen die in allen Farben. Finde ich wahnsinnig faszinierend und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr selber Kolibris fotografiert, auch ein bisschen darauf zu achten und praktisch dranbleiben, bis sie sich von ihrer schönsten Seite zeigen. Kolibris kommen übrigens nur in Nord-, Mittel- und Südamerika vor. Es gibt aber auch zum Beispiel in Südafrika oder auch Australien, Indonesien und so weiter Vögel, die auch einen relativ langen und dünnen Schnabel haben, die Vögel selbst relativ klein sind und eben auch Nektar fressen bzw. saugen. Das sind dann aber andere Arten, andere Familien. Das sind zum Beispiel die Honey Eaters oder die Sunbirds. Ich glaube, die heißen auf Deutsch sogar Nektarvögel. Also das ist ein typisches Beispiel für eine konvergente Evolution. Also wir haben im Prinzip Merkmale, die sehr ähnlich sind, die aber nicht aufgrund von einer gemeinsamen Abstammung kommen. Das nur so als biologischen Hintergrund. Ihr seht vielleicht selbst, momentan ist es immer ein Wechsel zwischen Licht und Schatten hier. Teilweise hat es eben ein paar Wolken. Ich finde es einfacher, wenn wir Wolken haben, einfach vom Kontrastumfang. Auch der Hintergrund ist viel ruhiger. Man hat weniger Kontraste im Hintergrund. Wenn es jetzt Sonne hat, dann habe ich versucht, einen Hintergrund zu nehmen, der nicht in der Sonne ist oder nur ein kleiner Teil oder schwach in der Sonne. Normalerweise erkennt das bei mir, ich mag es zum Beispiel Entenvögel zu fotografieren mit dem Hintergrund in der Sonne, weil das so leuchtet. Aber das ist morgens eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang. Jetzt 3,5 Stunden nach Sonnenaufgang ist der Kontrastunterschied einfach zu stark. Das heißt, bei Sonne ist es einfach ein bisschen schwieriger, man muss sich ein bisschen mehr umplatzieren, dass man einen ansprechenden Hintergrund hat, aber es ist auch da was möglich. Ja, und wenn wir es gerade vom Hintergrund haben, ich habe heute Morgen begonnen mit dem 600mm Blende 4 zu fotografieren. Bei den großen Kolibris musste ich dann schon ein bisschen zurück, für die kleinen war es gut, aber ich fand es dann manchmal schwierig, wenn ich mich ein bisschen umpositionieren wollte, eben für einen anderen Hintergrund, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Ich kann hier in der Lodge nicht einfach alles platt trappeln. Und da fand ich einfach, war ich mit dem 100 bis 500er, war es einfacher, weil ich näher ran konnte. Wie gesagt, die Kolibris hier tolerieren das. Und ich bin jetzt umgestiegen, habe eigentlich fast nur mit dem 100 bis 500er fotografiert. Und wenn ihr euch jetzt fragt, macht es die Blende 7.1 nicht viel schwieriger, einen ruhigen Hintergrund hinzukriegen? Ja, natürlich schon. Aber mit Blende 4 muss man schon auch aufpassen, dass der Kolibri, dass der nicht nur das Auge scharf ist und der Rest bereits unscharf, weil wir einen recht großen Abbildungsmaßstab haben. Und mit ein bisschen richtigem Wissen ist es auch mit Blende 7.1 hier wirklich möglich, einiges rauszuholen und einen ruhigen Hintergrund zu haben, zumindest so, wie er mir gefällt. Man kriegt ihn natürlich nicht ganz so glatt wie beim 600 Blende 4, aber ich mag es auch noch, wenn man ein paar verschiedene Farben sieht. Und ich denke, da ist jetzt so viel Action, ich werde jetzt gleich mal mit dem Fotografieren starten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video von heute und vor allem an den Kolibris, den Hauptdarstellern eigentlich. Vielleicht konntet ihr auch ein paar Tipps und Tricks mitnehmen, das würde mich natürlich freuen. Und ich weiß, dass diese Videos natürlich nicht so viele Likes kriegen wie Gear Reviews, aber ich hoffe, sie gefallen euch, sie bieten euch einen gewissen Mehrwert, ihr lernt etwas dazu, sie motivieren euch vielleicht auch zum selber rausgehen und fotografieren, das habe ich von einigen schon gehört, das freut mich enorm. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet dabei, würde mich das natürlich auch freuen, zum Beispiel durch ein Super Thanks, eine Kanalmitgliedschaft oder schaut doch vielleicht mal mein E-Book mit Tipps über die Vogelfotografie an. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Videos aus Costa Rica bringen, also abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen und wir sehen uns bald.